Für Donald Trump ist der Start in den Intensivwahlkampf einer aus der Defensive. In allen Umfragen liegt er deutlich hinten. Aber das war vor 4 Jahren und diese Zeit auch nicht anders. Was es diesmal zu bedeuten hat, dazu eine Live-Schaltung nach Washington. Guten Abend bei der Zeit im Bild. Die Reisebeschränkungen innerhalb Europas werden mitten in der Saison wieder verschärft. Immer weniger Menschen dürfen Corona-bedingt nach Spanien reisen. Und die kalifornische Feuerwehr kämpft gegen ein Flammenmeer nahe Los Angeles. Das Wetter bringt uns morgen viel Regen und Abkühlung. Vor 4 Jahren hat Donald Trump im Wahlkampf mit seinem polternden Auftreten gegen das Establishment gepunktet. Diesmal aber läuft es zum Auftakt der heißen Wahlkampfphase aufgrund der noch nie dagewesenen Wirtschaftslage, der Corona-Zahlen und der Protestbewegungen ganz und gar nicht rund. Tarek. Wie es um die Chancen von Trump steht, das zeigen die Vergleichswerte zu seinem Herausforderer von den Demokraten, Joe Biden. Am 12. April noch war der in den Umfragen nur 3,4 Prozentpunkte vorne. Danach aber wird der Abstand konstant größer. Anfang Juli waren es fast 10 Prozentpunkte und auch zuletzt waren es immer noch gut 8 Prozentpunkte. Bei aller Skepsis, die man Umfragen entgegenbringen kann, weil sie eben eine Momentaufnahme sind und keine Prognose eines künftigen Wahlergebnisses, das ist aufgrund der Deutlichkeit des Abstandes aber doch sehr aussagekräftig. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie Trump in jenen Bundesstaaten liegt, die er im November wieder gewinnen muss, um bundesweit genügend Wahlmännerstimmen zu bekommen. Da ist in Pennsylvania Biden 6,6 Prozentpunkte vorne, in Wisconsin 7 Prozentpunkte und in Michigan sogar um mehr als 8 Prozentpunkte. Aber bis zur Wahl sind es noch etwa 3 Monate und dass man Trump nicht zu früh abschreiben darf, hat sich vor 4 Jahren auch schon gezeigt, Hannelore Feit aus Washington, über Wahlkampf in Corona-Zeiten. Wahlkundgebungen dürfen zurzeit nicht abgehalten werden, Besuche in Unternehmen schon. Wie funktioniert Donald Trump wie hier in Texas kurzerhand zu Wahlveranstaltungen um, in kleinerem Rahmen eben? Joe Biden hält Grundsatzreden in leeren Hallen. Corona hat diesen Wahlkampf gründlich durcheinandergebracht. Die Nominierungsparteitage sind normalerweise die großen politischen Events des Sommers. Umjubelte Auftritte vor tausenden Delegierten wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Demokraten halten Mitte August einen virtuellen Parteitag in Milwaukee ab. Joe Biden wird dort reden, aber ohne Publikum. Donald Trump wollte nach Jacksonville ausweichen. Die rasant steigenden Corona-Fälle in Florida haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. To have a big convention is not the right time. Auftreten will er trotzdem, aber in kleinerem Rahmen, in Charlotte in North Carolina. Die Wahldebatten im Herbst werden hin und her geschoben. Welches Format sie haben werden, wir wissen es nicht. Dann die Frage, wie wird gewählt? Mit Social Distancing im Wahllokal? Endlos lange Schlangen haben sich schon bei den Vorwahlen gebildet. Die Briefwahl ist eine logische Alternative in Corona-Zeiten. In vielen Bundesstaaten läuft sie klaglos. Einige müssen sich aber erst umstellen. Von Betrug spricht im Vorhinein schon der Präsident. Seine Idee, die Wahl zu verschieben, haben aber sogar die Republikaner verworfen. Am 3. November wird gewählt. Ja, der US-Wahlkampf tritt jetzt also in die intensive Phase ein. Hannelore Feit in Washington. Wie könnte denn Trump diesen doch sehr deutlichen Rückstand zu Joe Biden überhaupt wettmachen? Ja, vorausgeschickt vielleicht, diese nationalen Umfragen sollte man nur bedingt beachten. Wäre es rein nach Wählerstimmen gegangen, dann hätte Donald Trump diese Wahl 2016 nicht gewonnen. Aber hier geht es eben um die einzelnen Bundesstaaten und auf die muss sich Donald Trump jetzt konzentrieren. Ihm ist freilich sein zentrales Thema abhanden gekommen, die gute Wirtschaftslage. Er konzentriert sich jetzt vor allem in den letzten Wochen auf 2 andere Themen, Recht und Ordnung, Law und Order, das ist vor allem an die eigene Wählerbasis gerichtet. Und er versucht sich auch an die Amerikaner, die wohlhabenden Amerikaner in den Vorstädten zu wenden. Das sind mehr als die Hälfte der Wählerschaft. Da versucht er Angst zu schüren, dass die Demokraten zu radikal sind, dass sie ihnen ihren Lebensstil wegnehmen wollen. Es ist auf jeden Fall eine Wahl mit so vielen Unbekannten. Inwiefern spielt denn diese Situation Trump in die Hände, der ja die Legitimität der Wahl immer wieder jetzt bereits infrage stellt? Ob es ihm tatsächlich in die Hände spielt, das lässt sich im Moment nicht sagen. Er probiert aber jedenfalls immer wieder
Dinge in Frage zu stellen, vor allem die Briefwahl, die er immer wieder schlecht macht. In einigen Bundesstaaten ist es tatsächlich bei den Vorwahlen zu einigen Problemen gekommen, weil einfach zu viele Menschen per Briefwahl gewählt haben. In anderen Bundesstaaten läuft das seit mehreren Wahlzyklen problemlos und es gibt keine dokumentierten Ungereimtheiten. Was allerdings passieren muss, wenn die Demokraten diese Wahl gewinnen wollen, Joe Biden muss in dieser heißen Phase des Wahlkampfes aktiver werden. Im Moment beherrscht Donald Trump die Schlagzeilen. Hannelore Veit in Washington, vielen Dank für diese Einschätzungen. Ja, wie die USA jetzt, war Spanien lange Zeit eines der am härtesten von Corona betroffenen Länder. Und jetzt verschärft sich die Lage wieder und das hat Konsequenzen. Immer mehr Länder verhängen Reisewarnungen für gewisse Gebiete Spaniens. Deutschland und Belgien etwa warnen vor Reisen in die Region Katalonien mit Barcelona und den Stränden der Costa Brava und die Regionen Aragon und Navarra. Großbritannien, woher ein Fünftel der Spanien-Urlauber kommt, warnt vor ganz Spanien inklusive der Balearen und der Kanarischen Inseln. Rückkehrer von dort müssen 14 Tage in Quarantäne. Und das alles trifft den wichtigen Wirtschaftssektor Tourismus natürlich hart. In den Reisewarnungen taucht immer wieder Katalonien auf. Die Zahl der neuen Covid-19-Infektionen nimmt auch in anderen Regionen zu. Eine der Ursachen ist die Nachlässigkeit. Vor allem unter jungen Menschen, die nach der Schließung der Diskotheken auf den Stränden feiern und alle Sicherheitsvorkehrungen vergessen. In der Hauptstadt Madrid wurde inzwischen wieder Maskenpflicht verhängt. Sie wird von der Polizei kontrolliert. Noch ermahnen die Beamten, ohne Strafen zu verhängen. Die meisten Passanten sind einsichtig. Ich trage Maske, außer beim Trinken. Spaniens Wirtschaft ist vom dreimonatigen Lockdown gezeichnet. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Einnahmen des Staates stürzen ab. Ob 140 Milliarden Euro von der EU helfen werden? Die Finanzhilfe der EU ist für Spanien sehr wichtig, wird aber die Probleme des Landes nicht lösen können. Zu Beginn der Pandemie musste das Spitalspersonal ohne Schutzausrüstung arbeiten. Unter den Ärzten steigt die Furcht vor einer zweiten Infektionswelle. Sollte eine zweite Welle kommen, werden wir damit umgehen. Es wird aber sehr hart werden. Eine zweite Infektionswelle und ein möglicher Lockdown hätten für Fremdenverkehr und Wirtschaft in Spanien verheerende Folgen. Behörden und Wissenschaft arbeiten zusammen, um dieses schlimmste Szenario zu verhindern. Nach Spanien können die Belgier, wie eingangs berichtet, also kaum noch unbeschwert reisen. Wir haben uns daher angesehen, wie die Situation an deren heimischen Stränden aussieht. Unsere Korrespondentin Veronika Filitz war an der belgischen Nordseeküste in Ostende, wo strenge Vorsichtsmaßnahmen gelten. Wer derzeit in Ostende baden will, muss reserviert haben, einen Platz am Strand. Und am Weg zu diesem Platz muss eine Maske getragen werden. Das ist schon sinnvoll und im Meer selber kann man sie ja runternehmen, das ist dann nicht so störend. Alle bis auf die Rettungsschwimmerin, die auch an ganz heißen Tagen wie heute der Maske verpflichtet ist. So will es die Vorschrift, an die man hier überall erinnert wird. Alle Virologen sagen, wo man 1,5 Meter Abstand halten kann und im Freien ist, muss man die Maske nicht aufsetzen. Der Bürgermeister sagt das auch. Sobald man sich hinsetzt und auf seinem eigenen Platz bleibt, muss man die Maske im Prinzip nicht tragen. Das gilt auch für die Restaurants und fürs Schwimmen im Meer. Wer woanders ohne Maske vom Sommerteam erinnert wird, also von einem städtischen Aufpasser, hat Glück. Wer ohne Maske auf die Polizei trifft, bezahlt 250 Euro Strafe. In der vergangenen Woche verzeichnet Belgien im Schnitt 350 neue Erkrankungen pro Tag. Das ist mehr als Anfang März vor dem ersten Corona-Lockdown. Jetzt geht hier die Sorge vor einer zweiten totalen Ausgangssperre um. Und daher setzt Belgien nun auf eine weitgehende Maskenpflicht. Hier in Ostende sind Kinder ausgenommen und Sonnenanbeter ebenso. Von der Corona-Situation in Belgien jetzt nach Italien und dazu, wie hart es dort die Wirtschaft trifft. Im zweiten Quartal dieses Jahres ist sie um 12% eingebrochen und wie so oft in solchen Zeiten sollen Infrastrukturprojekte, also Bauen, dagegen helfen. Italiens Bahnverbindungen sollen verbessert werden. Nicht nur der Bahnknoten von Genua oder die Verbindung zwischen Venedig und Triest. Auch vom Bahnhof im sizilianischen Palermo aus sollte es schneller nach Catania oder Messina gehen. Das sieht eine Liste der italienischen Regierung vor.
Es wäre nicht nur eine sehr wichtige Verbindung für die Sizilianer, sondern auch für Menschen von außerhalb. Denn die Hochgeschwindigkeitslinie ist Teil des transeuropäischen Verkehrsplans der EU. Auch den Ausbau von Straßenverbindungen peilt die Regierung an. Doch viele Autobahnen und Brücken stammen aus den 60er Jahren und müssten dringend saniert, andere fertiggestellt werden. Es ist absolut notwendig, einen Plan zu erarbeiten, um jahrzehntealte Werke zu sanieren. Das gilt für ganz Italien, aber vor allem für Sizilien. Und auch die Idee für eine Brücke über die Meerenge zwischen Sizilien und dem italienischen Festland kommt wieder auf. Ein Projekt, über das seit Jahrzehnten diskutiert, das aber immer wieder verworfen wurde. Nicht nur für Sizilien wäre das eine echte Herausforderung, denn mit 3 Kilometern hätte die Brücke eine Spannweite wie sonst keine andere. Noch sind Passagiere hier aber mit der Fähre unterwegs, auch wenn so mancher vielleicht schon träumt vom Infrastrukturausbau in Italiens Süden. Nach Österreich jetzt rückt die Corona-Krise Leiharbeiter und Menschen mit schlechten Werkverträgen ein Stück mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit. Lange Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung und oft müssen die Betroffenen dicht gedrängt auf engem Raum wohnen. Die SPÖ fordert daher eine prozentuelle Beschränkung der Leiharbeit in Betrieben. Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen in Deutschland und in Postverteilzentren in Österreich haben die oft schlechten Arbeitsbedingungen von Leiharbeitern ans Tageslicht gebracht. Die Konsequenz in unserem Nachbarland? Werkverträge sollen abgeschafft werden. In Österreich fordert die SPÖ jetzt, Leiharbeit auf maximal 10% der Belegschaft zu begrenzen. Leiharbeit soll immer die Ausnahme sein und nicht der Regelfall, weil klar ist, es ist ein Instrument für die Unternehmen, um flexibel reagieren zu können auf Spitzenzeiten von Aufträgen. Aber eben in Ausnahmen und nicht in der Regel und darf niemals ein Freibrief für Ausbeutung sein. Finanzpolizei und Arbeitsinspektorate müssten für strenge Kontrollen wieder mehr Personal bekommen. So könne auch verhindert werden, dass Menschen in unwürdigen Verhältnissen leben müssten. Keiner kann verstehen, dass es noch immer Fälle gibt, wo 7, 8 Leute in kleinen Containern oft wochenlang untergebracht sind. Das darf in Österreich nicht passieren. Erstens, da muss es klare Standards und Vorschriften geben und vor allem muss es klare Kontrollen geben, die bundesweit einheitlich kontrolliert werden. Und wer 18 Monate an ein und dieselbe Firma ausgeliehen ist, müsse dann auch angestellt werden, so die Forderung der SPÖ. Im Burgenland gerät die SPÖ immer mehr unter Beschuss der Opposition. Gestern ist, wie berichtet, der Wirtschaftslandesrat zurückgetreten, weil er 2 Jahre zuvor ein Geschenk vom SV Mattersburg angenommen hatte, der wiederum eng mit der pleite gegangenen Kommerzialbank verbunden war. Aber ÖVP und FPÖ meinen, es gebe mehr Verbindungen zwischen der Landeshauptmannpartei und der Bank und der gestrige Rücktritt sei nur geschehen, um davon abzulenken. Burgenlands Wirtschaftslandesrat Christian Ileditsch von der SPÖ erklärt seinen Rücktritt. Er hat zum Geburtstag ein Geschenk vom SV Mattersburg angenommen, ein Stück Gold mit Widmung im Wert von mehr als 5.000 Euro. Einer der Hauptsponsoren des Fußballvereins war die Kommerzialbank. Ich kann heute nicht mehr sagen, warum ich dieses Geschenk angenommen habe. Sie können es als Dummheit nennen oder Gedankenlosigkeit. Beides ist unverzeihlich. Aus Sicht des ÖVP-Landesparteiobmannes war Ileditsch Teil eines roten Netzwerkes rund um die Kommerzialbank. Was wir gestern gehört haben, ist die Spitze des Eisbergs. Da kommt noch viel mehr. Wenige im Umfeld des Bezirkes Mattersburg glauben daran, dass der Goldbahn und die Geschenkannahme der wirkliche Grund für diesen Rücktritt sind. Darüber hinaus wolle er nicht spekulieren. Die SPÖ geht in den Gegenangriff und verweist auf schwarze Funktionäre in der Bank. Ich kann gar nichts ausschließen. Ich kann auch nicht ausschließen, dass die ÖVP-Funktionäre im Bezirk Geschenke bekommen haben. Was man nicht jetzt aus dem Fokus lassen soll, ist ganz einfach, es handelt sich nach wie vor um einen Kriminalfall, wo 530 Millionen Euro, eine halbe Milliarde Euro verschwunden sind. Unter den Augen eines Aufsichtsrates, der aus ÖVP-Funktionären besteht zum Großteil. SPÖ-Landesparteichef Hans-Peter Doskozil wird sich morgen zu Wort melden. Auch zur Frage, wer Ileditsch nachfolgen wird. Über die Grenzen des Burgenlandes hinaus ist natürlich von größerem Interesse, welche politischen Folgen die Bankenpleite haben kann und vor allem, wie sie sich auf die SPÖ auswirkt. Dazu ist Politikberater Thomas Hofer zu Gast in der ZIP 2 bei Martin Tür um 10 vor 10.
In China geht die Regierung systematisch gegen muslimische Minderheiten vor, konkret gegen Kasachen und Uiguren. In der westchinesischen Provinz Xinjiang stellten die Uiguren in den 1950er Jahren noch die Bevölkerungsmehrheit. Unter anderem durch die Ansiedlung von Han-Chinesen wurden sie hier mehr und mehr zur Minderheit. Einer neuen Studie zufolge will die chinesische Regierung die Uiguren und Kasachen weiter dezimieren und sie übt dabei massiven Zwang auf Frauen aus. So müssten Frauen regelmäßig Schwangerschaftstests machen und werden zur Geburtenkontrolle und sogar zu Abtreibungen gezwungen. In der neuen Studie verweist man auf einschlägige Regierungsdokumente, doch Peking weist alle Vorwürfe zurück. Geht es nach der chinesischen Regierung, dann ist die Situation in der Region Xinjiang harmonisch und stabil. Internierungslager, in denen Hunderttausende Menschen festgehalten werden, bezeichnet Peking als Umerziehungslager zur Deradikalisierung. Betroffen sind vor allem die Minderheiten der Uiguren und Kasachen. Viele sind geflohen, zurückgelassen haben sie ihre Familien. My mother, their family, our family member. Meine Mutter, unsere Familien, unsere Angehörigen, sie sind jetzt in der Hölle, nicht in einem Gefängnis. Das sind nicht normale Gefängnisse wie in anderen Ländern. Es ist die Hölle. Die jüngsten Vorwürfe gegen China, Geburten sollen systematisch verhindert worden sein. Durch Zwangssterilisierungen, massenhafter Schwangerschaftstest und erzwungener Langzeitverhütung. Gulbahar Chalilova war mehr als ein Jahr in einem Lager interniert. Auch sie berichtet davon, dass Frauen unbekannte Medikamente bekamen, die ihre Monatsblutungen stoppten. Es war ein Loch in der Tür und wir mussten den Arm durchstrecken. Alle 10 Tage haben wir Injektionen bekommen und konnten nicht fragen, was das ist. Die Kinder der Uiguren und Kasachen, in China sind sie unerwünscht. In Kalifornien wüten wieder extreme Waldbrände. Wir berichten noch im Laufe der Sendung über die Flucht tausender Menschen. Zuvor noch andere Meldungen des Tages. Kanzleramtsministerin Caroline Edtstadler spricht sich für ein neues Corona-Gesetz aus, das verfassungskonform ist und entgegen der jetzigen Regelung auch nächstes Jahr noch gelten soll. Dem Vorstoß von Vizekanzler Werner Kogler, alle Corona-Strafen zurückzuzahlen, widerspricht sie. Es wäre ungerecht gegenüber jenen, die sich an die Ausgangsbeschränkungen gehalten haben. Anfang Juli wurden Drohnen bei einer Grenzschutzübung im Burgenland verwendet. Innenminister Karl Nehammer will den Einsatz nun in einen Pilotversuch ausweiten. Künftig könnten sie teure Hubschrauber bei Erkundungsflügen an den Grenzen ersetzen. Die steirische Polizei hat Sozialbetrug im Umfang von mehr als 1 Million Euro aufgedeckt. Etwa 1000 Personen aus dem Kosovo werden verdächtigt, sich zum Schein in der Steiermark angemeldet zu haben, um Sozialleistungen zu bekommen. Die Betrüger sollen sogar eine Buslinie gegründet haben, um Personen rechtzeitig zu Behörden und Kontrollterminen zu bringen. Starke Regenfälle haben in Westösterreich Murenabgänge und Überschwemmungen ausgelöst. In Vorarlberg sind gestern Abend bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von 2 Stunden gemessen worden. Mehrere Straßen wurden verschüttet. Gestern Elektra und Jedermann Premiere bei den Salzburger Festspielen. Heute gibt es die Uraufführung von Peter Handkes Stück Zdeněk Adamec. Der Literaturnobelpreisträger erzählt darin die wahre Geschichte des titelgebenden Mannes, der sich mit 18 Jahren, 2003, in Prag am Wenzelsplatz verbrannt hat. Zdeněk Adamec hat sich verbrannt. Eine ohnmächtige Wut angesichts der Weltenlage lässt den 18-jährigen Zdeněk Adamec verzweifeln. Im Stück tritt er nicht auf und ist dennoch allgegenwärtig. Über ihn, sein Leben und seine mögliche Motivation für die Tat wird hier gesprochen. Es ist ja eine Collage aus Recherche, Pressetexten, Spintisiererei, Unterstellungen, Flapsigkeiten. Also das geht durch alle Couleur. Für mein Dafürhalten. Eine tief traurige Geschichte, der Regisseurin Friederike Heller auch mit Humor begegnet. Sie lässt ihre Protagonisten gegen die Angst antanzen. Zdeněk Adamec, ein poetischer Nachruf auf einen, der das Leben schlicht nicht länger ertragen konnte. Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, wo bleibt dann der Gott?
Es brennt schon wieder in Kalifornien, diesmal in der Umgebung von Los Angeles. Fast 50 Quadratkilometer Land stehen dort in Flammen. Bisher mussten mindestens 8000 Menschen ihre Häuser verlassen. Doch es könnte noch mehr Einwohner treffen, denn die Brände sind noch lange nicht unter Kontrolle. Bereits den dritten Tag in Folge wütet die Feuersbrunst im Bezirk Riverside östlich der Metropole Los Angeles. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Großbrand aus drei verschiedenen Brandherden gespeist worden sein. Möglicherweise wurden diese Brände gelegt, die Untersuchungen zur Brandursache laufen noch. Angefacht durch starke Winde und genährt durch hohe Temperaturen frisst sich die Feuerwalze durch die trockene Vegetation auf den Hügeln von Riverside. Ich kann den Feuerwehrleuten gar nicht genug dafür danken, dass sie mein Haus gerettet haben. Aber nicht alle haben so viel Glück. 2500 Häuser mussten bereits geräumt werden, denn die Feuerwehren haben den Flächenbrand noch lange nicht eingedämmt. Im ORF beginnt morgen die große Interviewreihe des Sommers, die traditionellen Sommergespräche. Und das vor turbulentem Hintergrund. Seit dem letzten Jahr hat sich ja einiges getan. Es gab Neuwahlen, eine neue Regierung, erstmals mit den Grünen und eine noch nie dagewesene Gesundheitskrise. Genügend Gesprächsstoff für die Gastgeberin heuer, Simone Striebel. Heute waren letzte Proben. Bildgewaltig werden die diesjährigen Sommergespräche wohl alleine schon wegen der Aussicht beim Weingut Reisenberg in Grinzing. Und die wollen Regisseur und Moderatorin auch gebührend einfangen. Ja, wir haben da auch einen Kran, der dort drüber schieben wird. Der muss aber noch fertig montiert werden, damit er schon bei der heutigen Generalprobe und natürlich morgen voll einsatzbereit ist. Und dann muss noch das Wetter mitspielen, aber da gibt es ja bekanntlich kein schlechtes. Falls wir da morgen Gewitterwolken, ist ja auch nicht so schlecht. Wir werden vom Panorama wahrscheinlich nichts sehen, weil es so regnen wird. Also vom Gasmann. Man könnte es auch im Ansa-Studio machen. Aber es ist vorgesorgt, das Sommergespräch ist auch unter Dach möglich. Und ob draußen oder drinnen, Simone Striebel hat sich schon einiges für das Gespräch einfallen lassen. Wir haben in der Redaktion ganz viel diskutiert. Wir haben uns für jeden Politiker, für jede Politikerin was Spezielles überlegt. Und ich hoffe, wir werden vielleicht den einen oder anderen auch überraschen. Gute Voraussetzungen für gelungene Sommergespräche in diesem Jahr. Und morgen startet die Reihe mit der Parteichefin der NEOS, Beate Meindl-Reisinger. Wir sind gespannt darauf. Jetzt gleich im Sport sehen Sie, wie man ein Formel-1-Rennen auch auf drei Reifen gewinnen kann. Der Sommer legt wieder mal eine Pause ein. Markus Watzak hat gleich die Aussichten für uns. Wir beide verabschieden uns. Kommen Sie gut in die neue Woche. Auf Wiedersehen. Einen schönen Sonntagabend. Willkommen zur Zeit im Bild 2. Nach der Pleite der Kommerzialbank Mattersburg gibt es nun einen Rücktritt. Unverzeihlich nennt der burgenländische Landesrat Christian Ileditsch die Annahme eines Geschenks vom Bankchef und tritt zurück. Dazu und zur Ausgangslage der Bundespolitik zur Sommerpause ist Politikberater Thomas Hofer live zu Gast. Welle der Wut, stark steigende Corona-Infektionszahlen und ein Ministerpräsident, der zugleich wegen Korruption vor Gericht steht. In Israel wurde eine Demonstration gegen Benjamin Netanyahu von der Polizei aufgelöst. Pausenlos, heute hat eine gekürzte Version der Oper Così fan tutte bei den Salzburger Festspielen Premiere, wegen der Corona-Maßnahmen ohne Pause. Mehr als eine halbe Milliarde Euro. So viel Geld ist in der kleinen Kommerzialbank Mattersburg einfach verschwunden. Die Finanzmarktaufsicht geht von einer Überschuldung von 528 Millionen Euro aus. Nun gibt es einen ersten Rücktritt. Christian Ileditsch, viele Jahre Clubobmann der burgenländischen SPÖ und zuletzt Wirtschaftslandesrat, legt gestern Abend sein Amt nieder. Als Grund nennt er ein Geschenk, das ihm der Chef der Kommerzialbank Mattersburg, Martin Pucher, gemacht hat. 100 Gramm Gold im Wert von 5.400 Euro. Das Land Burgenland und Ileditsch als Landesrat waren auch für die Prüfung jener Genossenschaft zuständig, die knapp 80% der Anteile an der Kommerzialbank hält. Hier habe er sich aber nichts vorzuwerfen. Hilmers Güllim berichtet. Christian Ileditsch war in der SPÖ Burgenland eine gewichtige Stimme. 12 Jahre lang war er Clubobmann im Landtag, danach 3,5 Jahre lang Landtagspräsident und seit 2019 Landesrat. Gestern gibt er seinen Rücktritt bekannt.
Heute muss ich mir aber eingestehen, dass mir ein persönlicher Fehler unterlaufen ist, der an meinem Verständnis von Ehrlichkeit und Anstand in der Politik nach politischen Konsequenzen verlangt. Iletic hat bei der Feier zu seinem 60. Geburtstag im Jahr 2018 in seiner Funktion als Aufsichtsratschef der Fußballakademie Burgenland ein 100 Gramm Goldblatt im Wert von heute 5.400 Euro als Geschenk vom SV Mattersburg erhalten. Der Präsident vom SV Mattersburg war Martin Pucher. Jener Martin Pucher, der als Chef der Kommerzialbank auch die Schlüsselfigur in diesem Kriminalfall ist. Ich kann heute nicht mehr sagen, warum ich dieses Geschenk angenommen habe. Sie können es als Dummheit nennen oder Gedankenlosigkeit. Beides ist unverzeihlich. Die Geschenkannahme ist an sich schon verboten. Doch zwischen Pucher und Iletic gibt es auch noch weitere Verbindungen. So hat etwa der SV Mattersburg mit dem Sponsor Kommerzialbank zuletzt rund 1,5 Millionen Euro der Fußballakademie beigesteuert, mehr als ein Drittel des laufenden Budgets. Noch eine Verbindung: Iletic ist auch Präsident des Fußballvereins seines Heimatorts, des ASV Straßburg. Hauptsponsor die Kommerzialbank, die zuletzt 60.000 Euro im Jahr hat springen lassen. Außerdem, die Kommerzialbank gehört zu knapp 80% einer Genossenschaft und für diese Genossenschaft hat das Land Burgenland eine Aufsichtsfunktion. Zuständig dafür Wirtschaftslandesrat Christian Iletic. Für die Prüfung dieser Genossenschaft war die Wirtschaftsprüfkanzlei TPA beauftragt. Jene Kanzlei, die auch für die Prüfung der Bank zuständig war und die nun selbst heftig kritisiert wird. Und zu guter Letzt: Nur wenige Stunden bevor die Finanzmarktaufsicht die Bank vor zwei Wochen schloss und damit Kontobewegungen unmöglich wurden, soll das Regionalmanagement Burgenland noch spätabends auffällige 1,2 Millionen Euro abgehoben und damit in Sicherheit gebracht haben. Das berichtet der Kurier. Iletic war über Umwege auch im Regionalmanagement Burgenland engagiert. Sämtliche Oppositionsparteien im Burgenland sind sich heute einig, dass noch einiges mehr durch die Insolvenz der Kommerzialbank ans Tageslicht kommen wird. Ich glaube, das, was wir gestern gehört haben, ist die Spitze des Eisbergs. Da kommt noch viel mehr. Wenige im Umfeld des Bezirkes Mattersburg glauben daran, dass der Goldbahn und die Geschenkannahme der wirkliche Grund für diesen Rücktritt sind. Es sind ja auch Gemeinden darin verwickelt, es sind aktuelle oder ehemalige Abgeordnete darin verwickelt, die alle aus diesem Biotop kommen, und da gilt es natürlich schon aufzuklären und aufzudecken. Dass es hier immer wieder Unsauberkeiten geben kann, war schon oft ein Thema. Jetzt ist man halt auf einen großen Fehler mal draufgekommen. Ich nehme an, da wird noch anderes an die Oberfläche kommen. Die SPÖ betont hingegen, es sei ein persönlicher Fehler gewesen, für den Iletic die Konsequenzen gezogen habe. Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hat zudem für morgen eine Pressekonferenz angekündigt. Und diesen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hätten wir auch gerne heute hier in der Sendung begrüßt. Er wollte aber nicht kommen. Wir gehen deshalb jetzt nach Klagenfurt, wo ich den Politikberater Thomas Hofer begrüße. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend dazu. Herr Dr. Hofer, der Skandal um die Kommerzialbank ist ja vor allem ein Aufsichtsversagen. Die Nationalbank, die Finanzmarktaufsicht, der Aufsichtsrat, niemand hat Alarm geschlagen bei all dem, was da passiert ist. Und jetzt ist Christian Iletic zurückgetreten. Ist das Ganze jetzt ein Finanzskandal oder ein politischer Skandal? Ich glaube, es ist beides. Und auf der politischen Ebene sind es drei Ebenen, die relevant sind. Sie haben jetzt gerade die Aufsicht angesprochen. Dafür gibt es natürlich auch eine politische Verantwortung, nicht nur im Burgenland, sondern gerade auch im Bund. Das hat nicht funktioniert. Das war ein wirkliches Multiorganversagen, das wir in diesem Fall gesehen haben. Und das hat natürlich auch eine politische Dimension. So, jetzt komme ich zum Burgenland. Das, was jetzt im Beitrag gerade schön aufgelistet wurde, es ist jedenfalls ein Sittenbild, wo es einfach da Verknüpfungen gibt in mehrfacher Hinsicht zwischen den Trägern, den Verantwortungsträgern, da einerseits in der Bank, im Land und da in irgendwelchen Fußballakademie-Einrichtungen. Also allein das ist von der Optik her schon sehr, sehr ungünstig, und das hat gegipfelt in dieser eigenartigen Schenkung, die auch noch verboten ist. Und das Dritte, das ist ganz am Ende des Beitrags jetzt angeklungen, wenn das stimmt, was im Kurier da angetönt wird, morgen in der Früh, dann ist es natürlich potenziell auch eine Geschichte, wo ja eine Informationsweitergabe erfolgt ist, mutmaßlich muss man dazu sagen, die natürlich noch einmal eine neue Dimension aufmachen würde. Also da jetzt die Politik freizusprechen oder nur von einem Finanzskandal zu reden, das würde zu kurz greifen.
Wir hatten ja Sie eingeladen, um mit Ihnen über die politische Großwetterlage zu sprechen, kurz vor dem Start der morgigen Sommergespräche. Da passt dann auch, dass der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil in den letzten Tagen und Wochen einige sehr bemerkenswerte Interviews gegeben hat, wo er die SPÖ-Parteichefin durchaus recht scharf kritisiert hat. Was steckt denn da dahinter? Was ist denn das Kalkül hinter diesem Friendly Fire? Auch da muss man ein bisschen ausholen. Einerseits ist es natürlich so, dass im Lichte der heutigen Entwicklungen oder der gestrigen auch, man sagen muss, okay, das wirkt jetzt irgendwie wie ein Ablenkungsmanöver. Ich glaube, das allein ist es wohl nicht, auch wenn es seine Form der Kommunikation und insgesamt sein Kommunikationsstil schon ist, da die Offensive zu suchen. Sehr ähnlich wie im Übrigen die ÖVP im Bund, also wirklich mal Gegenangriffe zu starten und zu lancieren, wenn es denn irgendwie politisch eng wird. Auf der Ebene der Bundespartei ist es absolut unverständlich. Denn da kommt es natürlich wirklich zur Unzeit. Es hat sich eigentlich die Personaldebatte um Pamela Rendi-Wagner beruhigt gehabt nach dem Votum der Basis. Und das Dritte, und das darf man, glaube ich, da nicht vergessen, mal abgesehen von Wien, wo man wahrscheinlich auch nicht glücklich ist am Beginn eines heraufdreuenden, wesentlichen, ganz, ganz zentralen Wahlkampfs für die SPÖ, da wieder eine Personaldebatte zu erben, gibt es die persönliche Geschichte von Hans-Peter Doskozil. Da ist es für mich noch am ehesten verständlich. Warum? Er will natürlich mit Interviews zum Beispiel mit Max Lerche, einem prononcierten Parteilinken, signalisieren, dass er da nicht ins rechte Eck gehört. Da hat er wohl das Beispiel von Karl Schlögl 2000 im Kopf, der damals eben nicht Parteichef wurde, wo er sich da gematcht hat mit Kaspar Einem und zum Schluss ist es ein Dritter geworden, nämlich Alfred Gusenbauer. Und deswegen will er sich vorzeitig so aufstellen, dass er sagt, ich kann auch mit den Parteilinken. Deswegen auch immer wieder seine inhaltlichen Vorstöße, zum Beispiel in Richtung 1.700 Euro netto Mindestlohn oder auch Anstellung pflegender Angehöriger beim Land. Also da versucht er durchaus auch links zu blinken, um eben da nicht innerparteilich in eine Richtung punziert zu werden. Es kommt nur zur Unzeit und es ist auch für ihn, gerade angesichts der aktuellen Entwicklungen, auch eine sehr, sehr gefährliche Strategie, denn da können natürlich jetzt viele Parteifreunde hergehen und sagen, er kühlt sein Mütchen, dann nur auf Kosten der Parteichefin, die natürlich wieder in die Bredouille kommt und das tut einer Partei insgesamt selten gut. Wenn man sich jetzt die letzten 6 Monate, 7 Monate ansieht, seit die Regierung im Amt ist, das Ganze wirkt ja schon nach Corona, Ibiza und all diesen Dingen, über die wir in den letzten Monaten berichtet haben, Jahre in der Vergangenheit gefühlt von vielen Menschen. Tatsächlich ist diese Regierung erst seit 7 Monaten im Amt und kann sich vor allem auch wegen der Corona-Krise momentan sehr guter Umfragewerte freuen. Allerdings, die Wirtschaft ist auf einem Rekordtief, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Sind solche Werte, wie sie ÖVP und Grüne zurzeit haben, auf Dauer überhaupt haltbar oder auch eine Ansatzweise realistisch? Also Sie sagen, es ist aufgrund der politischen Rahmenbedingungen, der wirtschaftlichen, auch gesundheitspolitischen Entwicklungen noch immer erstaunlich, wie hoch die Werte sind. Sie waren natürlich am Höhepunkt des Lockdowns noch einmal höher. Es gab da schon eine gewisse Euphoriebremse jetzt in den Umfragen in den vergangenen Wochen. Aber eigentlich wäre, Sie deuten es richtig an, angerichtet für die Opposition. Jetzt ist es aber so, dass da nicht nur die SPÖ, über die haben wir schon kurz geredet heute, in den Seilen hängt, sondern auch eine andere wesentliche Oppositionskraft, nämlich die Freiheitlichen. Also die Regierung kann sich noch quasi auf die Lebensversicherung, die auf der Oppositionsbank sitzt, verlassen. Man selber ist am Spielfeld seit vielen Monaten, seit 1. Jänner in Wahrheit, seitdem diese Regierung angekündigt wurde, macht immer wieder Eigenfehler. Die haben sich auch gehäuft in letzter Zeit, das ist zwar richtig, da ist auch das eine oder andere Eigentor dabei, aber die Opposition, die sitzt noch irgendwie in der Kabine und diskutiert die Aufstellung oder ist eben in Scharmützeln innerparteilich verhaftet, wie zum Beispiel die FPÖ, die da auch noch mit dem Parteichef auf Wiener Ebene herumstreiten muss. Also das ist schon eine Situation, wo die Regierung natürlich indirekt massiv profitiert. Wenn wir über Fehler etwa von der Opposition sprechen, muss man ja auch sagen, auch bei der Regierung läuft nicht alles glatt. Wenn man zum Beispiel das Beispiel des Gesundheitsministers nimmt, der hat phänomenale Vertrauenswerte momentan, hat zum aufgeschlossen zum Bundeskanzler in den Vertrauenswerten. Gleichzeitig kommen aus dem Gesundheitsministerium scharf kritisierte Verordnungen, die zum Teil auch vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben werden. Passt das noch zusammen, dass eine Regierung, die auch Fehler macht, dennoch so gute Werte hat?
Nein, eigentlich nicht. Und deswegen habe ich vorher betont, dass es eben auch aufgrund dieser eklatanten Schwäche der Opposition so ist. Das versucht ja auch der Herr Doskozil, dieses wahrgenommene Oppositionsvakuum irgendwie zu füllen und der SPÖ-Parteibasis das Gefühl zu geben, er ist der Einzige, der das beenden könnte. Zur Regierung, da kriselt es natürlich, nämlich in mehrfacher Hinsicht. Einerseits geht es einfach nicht an, dass es auf eine so lange Zeit immer wieder diese Verordnungspannen und Schlamassel gibt, einerseits. Andererseits, auch da haben Sie vollkommen recht, wird es im Herbst sicherlich noch um einiges kritischer werden, denn da ist mutmaßlich, wenn man den Ökonomen da vertrauen will, so, dass es vielleicht in Richtung einer Pleitewelle noch eine zusätzliche Anspannung geben wird. Und natürlich ist auch die immanente Gesundheitskrise noch nicht behoben. Und auch da können natürlich für den Gesundheitsminister noch sehr unangenehme Debatten hereinbrechen, zum Beispiel, wenn es darum geht, wie viel Impfstoff, nämlich jetzt Grippeimpfstoff, ist da, um da nicht eine Verdoppelung oder einen Kulminationseffekt zwischen Covid-19 und Grippe zu verhindern. Also da gibt es natürlich schon einige Fallstricke. Und zudem muss man auch sagen, gibt es natürlich auch Animositäten innerhalb der Regierung, denn die Imagewerte des Herrn Anschober haben natürlich auch auf Seiten der ÖVP jetzt nicht unbedingt nur interne Jubelstürme ausgelöst, sondern da schaut man schon mit Argusaugen drauf, ob da nicht einer möglicherweise zu groß wird beim kleinen Koalitionspartner. Herr Dr. Hofer, vielen Dank für diese Analyse und schönen Abend nach Klagenfurt. Sehr gerne. Und die schon angesprochenen Sommergespräche mit Simone Striebel starten dann morgen nach den Liebesgeschichten um 9:05. Erster Gast wird NEOS-Chefin Beate Mendel-Reisinger sein. Und damit nach Israel, in dem Land, das Bundeskanzler Sebastian Kurz immer wieder als Vorbild im Kampf gegen das Coronavirus nannte. Dort steigen die Infektionszahlen seit Wochen wieder stark an. An manchen Tagen wurden mehr als 2000 Neuinfektionen gemeldet. Gemessen an der Einwohnerzahl ist das auf einem Niveau mit den Vereinigten Staaten. Seit Wochen gehen deshalb tausende Menschen in Israel auf die Straße. Die Demonstrationen richten sich vor allem gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der zugleich wegen Korruption vor Gericht steht. Die Frustration im Land wächst und hat am Wochenende einen neuen Höhepunkt erreicht, wie aus Israel Tim Kupal berichtet. Mehr als 10.000 Menschen direkt vor der Residenz des Regierungschefs in Jerusalem. Viele von ihnen haben noch nie bewusst einen anderen Regierungschef als Benjamin Netanyahu erlebt. Die zentrale Forderung ist eine Regierung, die für die Bürger und Bürgerinnen sorgt und nicht für die eigenen Interessen. Eine Regierung, die in der Lage ist, einen Plan vorzulegen, der den Leuten wieder Hoffnung gibt. Netanyahu tritt die Flucht nach vorne an. Er ernennt den Gesundheitsmanager Ronnie Gamzu zum obersten Corona-Beauftragten Israels. Wir müssen einen neuen Vertrag schließen zwischen uns und den Bürgern. Was Professor Gamzu meint und wir unterstützen ihn, da ist zuerst einmal das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückgewinnen durch Regeln, die die Öffentlichkeit auch verstehen kann. Das ist dringend notwendig. Das Vertrauen der Israelis in ihre Regierung ist am Nullpunkt angelangt. Israels Corona-Neuinfektionen pro Million Einwohner übertreffen jene in den USA. Viele Spitäler stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen. Auch die Corona-Abteilung im Sheba Medical Center in Tel Aviv ist voll besetzt. Die Menschen in Europa können etwas von uns lernen. Wir hätten das Land viel langsamer öffnen müssen. Zum Beispiel die Auswirkungen der Schulöffnungen beobachten und später der großen Hochzeiten mit hunderten Gästen. Nicht nur öffnen, öffnen, öffnen. Österreich ist viel langsamer aus der ersten Welle gegangen. Wir lernen viel von der Art, wie Österreich die Krise bewältigt. Jetzt soll das israelische Militär im Kampf gegen Corona zum Einsatz kommen. Die Armee hat eine riesige logistische Kapazität, die das Gesundheitsministerium nicht hat. Sie können Reservisten anfordern. Sie haben die technischen Möglichkeiten, alle Kontaktpersonen von Infizierten nach einem positiven Test in kürzester Zeit ausfindig zu machen und zu isolieren. Maximale Disziplin bei Masken und Distanz, minimale Einschränkungen dafür im öffentlichen Leben. Mit diesem Rezept will Israel es aus der zweiten Corona-Welle herausschaffen. Erste Auswirkungen wird man frühestens in ein paar Wochen sehen können. Aber bei einem Misserfolg kann Israels Ministerpräsident Netanyahu die Schuld seinem neuen Corona-Manager zuschieben. Den Demonstranten vor der Residenz des Regierungschefs dürfte das allerdings nicht reichen. Kommende Woche werden wir genau das Gleiche wieder machen, egal ob verstauchter Knöchel oder Beinbruch. Ich werde wiederkommen, bis Benjamin Netanyahu nach Hause geht.
Und wir berichten gleich noch über die Premiere der Oper Così fan tutte, die heute Abend in Salzburg über die Bühne ging. Deutlich kürzer als gewohnt. Nach weiteren Meldungen vom Tag. Verfassungsministerin Caroline Edtstadler spricht sich für ein neues verfassungskonformes Corona-Gesetz aus. Dem Vorstoß von Vizekanzler Werner Kogler, alle Corona-Strafen zurückzahlen zu wollen, widerspricht sie allerdings. Es wäre ungerecht gegenüber jenen, die sich an die Ausgangsbeschränkungen gehalten hätten. Laut der steirischen Polizei werden rund 1.000 Personen aus dem Kosovo verdächtigt, zwischen 2014 und 2015 ihren Wohnsitz zum Schein in der Steiermark gemeldet zu haben, um Sozialleistungen zu erhalten. Mit einer eigens gegründeten Buslinie sollen die Menschen zu Kontrollterminen nach Österreich gebracht worden sein. In Kalifornien kämpfen Feuerwehren gegen großflächige Waldbrände. Fast 50 Quadratkilometer stehen in Flammen. 8.000 Menschen mussten bereits ihre Häuser verlassen. Die Brände sind noch nicht unter Kontrolle. Nach 2 Monaten im All ist die SpaceX-Kapsel mit den 2 US-Astronauten Bob Behnken und Doug Hurley wieder zur Erde zurückgekehrt. Die Raumkapsel machte wie geplant eine Wasserlandung vor der Küste Floridas. Es war der erste bemannte Weltraumflug eines privaten Unternehmens zur internationalen Raumstation ISS. Es war die 2. von nur 2 Opernpremieren bei den heurigen Salzburger Festspielen. Heute Abend hat im großen Festspielhaus Mozarts Così fan tutte Premiere. Die Oper wurde kurzfristig sozusagen als Notproduktion angesetzt und in reduzierter Fassung erarbeitet, damit die strengen Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden können. Dennoch war sie mehr als nur eine Notlösung. Così fan tutte. Machen es wirklich alle so? Sind die Frauen tatsächlich so leicht zu verführen, dass man darauf wetten kann? Die aktuelle Salzburger Inszenierung von Mozarts Geniestreich konzentriert sich ganz auf das psychologische Element dieses Verwirrspiels um die Liebe. Auch wenn die Damen durch eine Verkleidungsposse tatsächlich in die Falle tappen und sich den nächsten Freiern an den Hals werfen, ist das Stück kein böser Abgesang auf Treue und Liebe. Vielmehr ein liebevoller satirischer Seitenhieb auf unsere Sehnsüchte und Schwächen, mit durchaus versöhnlichem Ausgang. Die durch die äußeren Zwänge abgeschlackte Version der Così mit kleinem Orchester und Chören aus dem Off stützt sich ganz auf die Darstellungskraft der Sänger. Und bezaubert gerade dadurch. Der Abend hat von Anfang an etwas Schwebendes, Leichtes, Magisches, ohne etwas an Tiefgang vermissen zu lassen. Das liegt an der exzellenten Personenregie von Christoph Loy, vor allem aber an dem fein gearbeiteten Dirigat von Jana Malwitz. Man meint, mit der Musik mitatmen zu können. Was für ein Debüt für eine Operndirigentin bei den Festspielen. Darauf hat man 100 Jahre warten müssen. Die Entdeckung des Abends ist aber zweifellos Elsa Dreisi als bezaubernde Fiordiligi. Wenn sie ihre lyrische Stimme erhebt, dann geht die Sonne auf zum Weinen schön. Ein fulminanter Erfolg für die Festspiele, mehr noch aber ein Hoffnungsschimmer für die gesamte Kulturbranche. So mögen es alle machen. Berichtet Martin Traxler aus Salzburg. Der ORF überträgt die Oper übrigens am kommenden Freitag um 20.15 Uhr auf ORF2. Und deutlich weniger lyrisch ist das Wetter der nächsten Tage. Manfred Meixner hat die Aussichten. Die Regen- und Gewitterwolken einer Kaltfront sind in Österreich eingetroffen und die neue Woche bringt zunächst viel Regen. In der zweiten Wochenhälfte kommt der Hochsommer zurück. Morgen wird es verbreitet und teilweise intensiv regnen. Es kann kleinräumige Überflutungen geben. Am wenigsten regnet es voraussichtlich im Burgenland. Am Dienstag regnet es vor allem an der Alpen-Nordseite noch sehr kräftig. Am Mittwoch gibt es nur noch ein paar Schauer. Es wird dann zunehmend sonnig und auch etwas wärmer. Das war die ZIP 2 am Sonntag. Noch einen angenehmen Fernsehabend. Auf Wiedersehen.